Träger des Kunstpreises und des Verdienstordens des Landes Schleswig-Holstein. Da ist man in der Gemeinde Nienwohld im Kreis Stormern bestimmt stolz auf ihn. Da wächst er auf. Ein Junge vom Bauernhof, der nach Abitur und Zivildienst selber Landwirt werden will. Wäre da nicht seine zweite Leidenschaft der Film? Ich mach mal so, ne? Ist der Platz aber frei? Was kann ich für dich tun? Ja, ein schönes Glas Holz, Nelika. Tut mir leid. Erst die Arbeit und dann. Der Satz könnte auch sein ganz persönliches Lebensmotto in diesen Jahren sein. So heißt der Film, den er mit 21 Jahren mit sich in der Hauptrolle dreht. Kurz danach ist Detlef Buck Student an der Berliner Film- und Fernsehakademie. Ja, also es hat angefangen, ich wollte Praktikant werden nach dem Abi und habe einen Produktionsleiter gefragt, ob ich Praktikant werden könne. Und woraufhin er sagte, mach doch deine eigene Scheiße. Zusammen mit Filmproduzent Klaus Boje gründet er die Boje Buck Filmproduktion, der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Detlef Buck erzählt ganz eigene Geschichten mit ganz eigenen Figuren. In den ersten Filmen spielen das platte Land und seine teils schrägen Charaktere eine große Rolle, wie bei Carnicles, in der ein junger Polizist auf dem Dorf einen Kuhmörder jagt, oder in seinem Ost-Road-Movie um ein seltsames Brüderpaar. Wir können auch anders. 1996 passiert Detlef Buck das, was man im Filmjargon den Durchbruch nennt. Männerpension mit Til Schweiger und Heike Makatsch wird ein großer nationaler Erfolg, gewinnt Bambi, Jupiter und die Goldene Leinwand. Die Filmkritik ist begeistert. Männerpension strotzt vor verblüffenden visuellen Operationen. Man sieht, wie viel Wert der Regisseur auf das Filmische legt, wie er in Bildern denkt und nicht bloß in Dialogen. Detlef Buck macht aber nicht nur Filme, er ist auch immer selber mittendrin. Zunächst mit kleinen sogenannten Cameo-Auftritten in seinen eigenen, später auch als Darsteller in anderen Produktionen wie Sonnenallee, Herr Lehmann oder der Udo Lindenberg-Biografie-Verfilmung Mach dein Ding. Am besten ist er immer dann, wenn er spielt oder inszeniert, was er kennt und was er ist. Ein typischer Norddeutscher. So musste auch der NDR nicht lange suchen, als man einen Regisseur für die Das Beste am Norden-Spots brauchte. Das Beste am Norden ist uns Networking. Dass er, der immer noch zur Hälfte auf seinem Bauernhof lebt und am liebsten nur mit Buck angesprochen wird, dabei ganz nebenbei einer der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Filmemacher geworden ist, hat aber vor allem mit Handwerk zu tun und damit, dass er Filme irgendwie anders macht als andere. Eigentlich vor dem Film weiß ich, wie der aussieht. Und ich habe dann auch einen Plan und deswegen kann ich ja umschmeißen. Aber gerade diese Unsicherheit möchte ich. Ich möchte keine sicheren Schauspieler. Ich möchte unsichere Schauspieler, die nicht wissen, wie es geht. Weil man weiß ja im Leben ja auch nicht. Dadurch bist du dann aufmerksamer. Und das finde ich, das ist eine gewisse Energie, sonst ist es Sicherheitsfilm. Ein besonderes Händchen scheint der Regisseur auch für Kinderfilme zu haben. Hände weg von Mississippi, nach einem Pferderoman von Cornelia Funke. Wuff, Folge dem Hund oder seine Bibi und Tina-Reihe. Für den Vater dreier Töchter ein großer Spaß. Bibi ist ein Superstar und deswegen kann man das auch so verfilmen. Es ist eine Comic-Verfilmung und da kann man das mal krachen lassen. Und dann wird eben, wenn es gefährlich wird, gehext und dann ist gut. Viel reden tut er immer noch nicht und deshalb sollte man gerade heute an seinem runden Geburtstag auch nicht viele Worte machen. Also, nicht lang schnacken. Buck, alles Gute zum 60. Fertig.